Zwangszwang ist eine interne Regelung, das was aber außer Zweifel ist, dass manche Sachen auch dementsprechend mitzustimmen und abzustimmen sind, was der Club eigentlich für Linie vorgibt. Ich halte den Clubzwang für verfassungswidrig, darum sagt ja auch niemand, dass das eine formelle Vereinbarung ist, sondern quasi eine clubinterne, clubbezogene Courtoisie. Naja, ich nenne es nicht gern Clubzwang, ich nenne es dann vielleicht als ehemaliger Clubobmann auch verständlich eher Clubdisziplin. Naja, wir versuchen natürlich eine gemeinsame Linie zu entwickeln. Bislang sind wir noch nicht an ein Thema gekommen, wo wir nicht intern zu einer gemeinsamen Meinungsbildung gekommen sind. Dafür ist zwingend notwendig, dass es im Club vorher eine ordentliche Diskussionskultur und eine demokratische Vorgangsweise gibt, dass Themen dort sauber ausdiskutiert werden, da oder dort auch eine Abstimmung dann darüber stattfindet, zuerst wie man sich positionieren soll. Wenn das in ausreichendem Maße gegeben ist in einem Club, dann habe ich auch kein Problem, mich dann im Club nach ausreichender Diskussion einer Mehrheitsmeinung anzuschließen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da Klarheit schafft. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass man da manchmal vielleicht auch ein bisschen eine längere Leine lassen kann und soll. Die Abgeordneten sind unserer Verfassung nach frei. Sie dürfen keinen Aufträgen folgen. Und der Clubzwang ist natürlich nichts anderes als ein von den Parteizentralen vorgegebener Auftrag, auf eine bestimmte Art und Weise abzustimmen. Deshalb bin ich natürlich gegen den Clubzwang. Bei uns gibt es so etwas auch nicht.